So Leute, was geht? Ich bin wieder da mit dem anderen natürlich wieder. Hallöchen. Ja, letzte Folge haben wir das Haus bisschen weitergebaut. Die Folge war bestimmt, für die meisten Leute ist langweilig geworden. Bestimmt, also ja, toll ist ja nicht. Ich denke, wir werden jetzt noch ein paar Stockwerke bauen. Vielleicht noch zwei oder drei und dann machen wir noch ein bisschen Höhlenerforschung oder generell so ein bisschen die Welt erforschen, dass es auch mal spannend wird. Die ganze Zeit im Haus bauen tue ich jetzt nicht, also ich gehe schon mal auf Erkundungsreise, weil sonst langweilen sich die Leute jetzt hier bestimmt. Letzte Folge war ich doch auf Erkundungsreise. Jetzt kannst du nochmal auf Erkundungsreise gehen und ich baue das Haus weiter. Zimmer hast du Holz? Nö, muss man Holz geben. Oder ich fäll grad schnell welches. Oder ist es genug? Ja, Baust es dann reicht, so glaube wie ich. es hier ist, also hier der Scheiß, hat hier der Tisch, dann kommt hier der Stuhl. Und dann, ja, kannst du schon das verschieben. Aber schon eine Dreckwand hinten dran machen. Dreckwände sind toll. Die Satz ziehen keine Leute ein. Du Aber musst nur egal. Holz. Du musst nur Holz, Stein oder sowas sein. Nein, Dreckwände sind toll. Dreckwände können alles. Da ziehen keine Leute ein, lass das lieber. Dreckwände regieren die Welt. Du kannst aber Steinwände bauen. Oh ja, ich mag Steinwände. Steinwände regieren die Welt. Dann bau Steinwände, ist mir auch wurscht. Das habe ich die Minimap ausgestellt. Boah, warum ist die Minimap aus? Welcher Knopf war das? Für die Minimap? Damn! Welcher Knopf war das für die Minimap? Tab, also. Hab mich schon gewundert. Wohin überhaupt? Wie wohin? Irgendwo hin. Lauf hin, wo du möchtest. Unten ein bisschen. Lauf am besten nach links. Noch Abend, ey, der Maler. Ich laufe mit meiner Laterne. Naja, mehr weniger Laterne. Will die Leute verarschen. Jetzt komme ich in das, komme ich heraus. Boah, ja. Ein Pilz. Bergsteigen. Ab. Gibt's hier sowas wie eine Uhr? Was? Gibt's hier sowas wie eine Uhr? Ich werde verfolgt. Terraria oder was? Und ich kann meine gebrauchen. Bis hier den Mond natürlich nicht. Die Augen geben gerade voll auf die Nerven. Komm, verschwinde. Muss es denn sein? Verschwindet! Oho, ich wurde gemobbt. Wann denn nicht? Wake up! Ich hab Sterne gefunden. Mir fällt auch jede Minute einer runter. Ja, bin Corruption. Mal gucken, ob ich irgendwas finde. Ich würde sagen, ja, Noch nicht haben jetzt ein getroffen. paar wichtige Erze und versuchen dann auch schon mal direkt in die Hölle reinzukommen, oder? Lol. Ich da, lol, das sind. Okay. OP. Los. Meine Flare kam wieder auf, kam wieder runter. Wo kam die? Hast du einen hochgeschossen in die Luft? Ja, ich hab die hochgeschossen, dann kam die genau wieder runter. Voll reingelaufen. Wo kriegst du denn? Oh nein. Verschwindet. Nein. Nein. Oh nein, ich glaube, ich habe kein Holz mehr für eine Tür, kann das sein? Nein. Ey, nee, oder? Nee, Wasser. Wo ist Wasser? Bei dir? Alter, warum geht das hier so tief runter? Puh, jetzt bin ich mich verarscht. Ohne Scheiß. Mal auf die Karte, wo du bist. Ich fühl mich Lol. getrollt. Bist, lol. Ja, reconnect und, oder, ich weiß nicht. Ja, reconnect und schneid einfach kurz den Teil raus. Ich bin Oder jetzt mach der kurz. Na. Oder lass dich Nee. töten.
Wurde zu Fischfutter, wurde jetzt zu Fischfutter. Ich gehe tagsüber. Nee, ist jetzt Fischfutter. Meine Güte. Ich gehe tagsüber, ich habe abends keine Lust. Ich fühle mich ja öde. Kannst du mir gerne helfen, Holz zu sammeln? Ich fühle mich gemobbt. Abends. Boah, Alter, du Opfer. Hui! Springt der mit seinem Regenschirm? Eichhörnchen! Ey, die Menge. Sind böse. Weitere Sterne. Yay! Die Sterne können auch einfach so verpuffen. Ja, tagsüber aber. Ah, okay. Zombie! Lass Zombie in Frieden. Alter, sind nicht viele Bäume. Bäume. Ah, hier sind auch noch jede Menge Bäume. Was? Hier sind auch noch jede Menge Bäume. Oder teilweise Bäume. Der Slime hier ändert im Licht der Fackel in seine Farbe. Wenn er im Licht ist, ist er lila und wenn er dunkel ist, ist er blau. Ist doch voll krass. Die Natur. Krasses Slime. Das Slime wird aber treppvoll. Ist doch voll krass, die Natur, ey. Ja. Nein! Alter. Ich bin aus dem Loch reingefallen. Toll. Hier sind überall Bäume, Alter. Ich lauf alles vorbei. Oh, geil. Ich komme. Yeah. Ich hab Holz. Aber nur ein bisschen. Aua, böser Slime. Au. Nein, au. Au. Der wird gemobbt. Oh, ich werde sterben. 14 AP. Ja, AP. Alter. Hilfe. 4 AP. Flucht. Ins Wasser. Ich bin tot. Von was bist du angegriffen, Alter? Von allem. Wo bist Nein! du? Nein. Ein Wurm. Wurde geköpft, OP. Oh, das ist so mies. Sehr froh, dass wir Softcore sind und kein Hardcore oder so eine Scheiße. Eigentlich wollten wir ja zuerst Hardcore-Modus zocken. Wenn wir sterben, dass der Charakter komplett weg ist. Da habe ich schon gleich gesagt, nee, da habe ich keinen Bock. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Wie oft bist du schon verreckt? keine Ahnung. Ich glaube, ich schätze mal so 5-mal vielleicht. Öfters. Viel öfters. Siehst du mal, du müsstest jetzt 5-mal vielleicht ungefähr neue Charakter erstellen. Stimmt. Ich bin schon auf das Hack Game in der Zeit. Hack Game. Ey, mehr zu sein, das sieht doch aus wie so ein Maul. Du hast so Zähne. Das ist so eine riesen Maulklappe. Die müsste mal stylen, der fehlt eine Frisur. Was ist eine Frisur? Du kennst doch diesen Berg am Anfang, der neben dem Corruption ist. Ja. Der sieht doch aus wie so ein Maul. Was sieht das wie ein Maul? Hä, was? Welcher Berg? Der Berg, der am Anfang ist. Der sieht aus wie ein Maul. Guck doch selbst, geh auf die Karte, dann siehst du es. Das sind vorne die zwei Zähne, das sind die Grabsteine. Da hinten, keine Ahnung, normal. Wie soll hier das Maul aussehen? Nee, so ganz bestimmt. Jetzt habe ich schon Piranha. Kein Bock auf Piranhas. So, da kann er mich mal sonst kreuzweise. Blöder Piranha. Hat er sich hier weggebohrt? Was für eine Ratte! Was eine Ratte, eine Wasserratte, nein. Au, oh, böser Slime. Lol. Warte mal. Das sieht bestimmt echt lustig aus. Ich will mal was ausprobieren. Ja, ich hab nicht genug Geld. Money, gib's mir. Der Maler ist irgendwie voll der Müll. Also bei dem kannst du eigentlich nur diese Tapeten kaufen. Wir müssen uns später, wenn wir genug Geld haben, einfach Tapeten kaufen und unser ganzes Haus voll mit hessischen Tapeten machen. Nicht nur Tapeten, sondern du gibst auch Farbe, wo du auch die Sachen anmalen kannst. Die Wände.
Echt? Also die Blöcke eher gesagt. Ja, dass man die Hintergrundwände anmalen kann. Okay. Nein, nein, ich meine die Originalblöcke, die du sitzt. Nicht die Hintergründe. Oh. Schnee! Corruption Schnee sogar. Prokrastinator. Schwalle. Schwalle. Och nö. Warum springt der nicht, alter Sack? Geht doch. Ich verstehe es ja, warum er nicht springen will. Gotcha, bitch. Yeah. Wow. Und höher und immer höher. Und immer höher. Wow. Das ist, keine Ahnung, das kann schief gehen. Da habe ich keine Lust drauf. Auf die Wände, die ich gerade gecraftet habe, reichen für den Hintergrund hier. Es regnet. Och nö. Regenstool. Alle mögen Regen. Sogar in Minecraft. In Minecraft. Minecraft ist ja da irgendwie lustig, lol. Der schneidet ja auf. Dann nervt der Regen. In Trane finde ich den Regen noch relativ schön. So voll krass die Natur, ey. Es geht tiefer, ey. Wetten jetzt. Wetten unten ist wieder so eine hässliche Kammer, Alter. Nein, nein. Scheiße, ich wollte eigentlich gerade den Hintergrund der Rad abbauen, hab jetzt den Block schräg gemacht. Oh, kann ich nicht abbauen. I hate this game. Oh cool, ich hab auch wieder, ich hab auch jetzt diese, diese Schuhe da, wo du an den Wänden laufen kannst. Voll okay. Lol. Haben wir zufällig Bomben irgendwo? Nö, die habe ich bisher nur verbraucht. Die schönen Granaten. Ja, nein, Granaten machen ja keine Damage. So, du meinst die Landschaft-Damage-Dinger? Ja, die Bomben, jetzt haben alle Bomben. Nee, ich glaube nicht. Verdammt. Aber sonstigen Müll dabei. Wie lange kann man eigentlich mit dem Regenschirm, mit diesem Schirm hier gleiten und endlich lange? Ich glaube, ich brauche Gold. Ja, toll, da fällt mir immer noch, da fehlen mir Schattenschuppen. Na, super. Also bitte mit dem Mond erst gar nichts. Vorerst. Schattenschuppen kriegt man doch jetzt von dem Riesenauge, oder? Nein. Da kriegst du Dämonenbahn. Nein. Ach so. Schattenschuppen kriegst du von dem Wurm. Dem Wurm. Von einem kleinen Würmchen. Klein? Okay. Und anscheinend gerade einen Test angeschrieben. Na, na, ich sterb jetzt. Alles krank. Aua, ich wurde gemobbt. Alter, dass mir ein fliegender Fisch so viel Leben ziehen kann, Alter, das ist unglaublich. Das ist ein fliegender Fisch, was erwartest du? Es gibt ja fliegende Fische. Ich schwöre es dir. So, warum liegt da Geld? Wo krass. Ich schwöre dir, es gibt fliegende Fische. Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen, welcher Spitzhacke kann man diesen, diesen Corruption-Boden da abbauen? Oh ja, das weiß ich selbst nicht. Ich wusste es, glaube ich, mal. Ja, wie ich ja weiß, ist es mit Dings, mit einer Spitzhacke, Dämonenspitzhacke, kannst du ja auch abbauen. Ein Tisch und ein Stuhl reicht, damit die Villager einziehen können, oder was? Ja, ein Tisch und ein Stuhl reichen. Geht doch tiefer! Ey, voll krass. Ey. Also jetzt haben wir 4 weitere Räume und das reicht jetzt erstmal, würde ich sagen. Oh lol, voll heftig. Ich hab mir jetzt gefunden. Was? Wo bist du? Ach da. Wie komm ich zu dir? Widerlich. Das war's. Du bist da ganz runter, lol. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich seh nicht kraftlos. Wo ist der Mann? Ach, der fliegt da besoffen rum, Alter. Will der mich komplett verarschen jetzt? Och, komm ey. Hässlicher Honk. Ich mach dich fertig! Ja, diese Seelen, diese Mini-Fresser, die sind richtig nervig. Die haben zwar nicht viel Leben oder so, aber es ist einfach krass, die haben die ganze Zeit hinterherfliegen. Toll, jetzt brauche ich Bomben. Ist Fisch. Das ist ein goldener Fisch, was ist das? Was? Goldener Fisch? Ist das ein goldener Fisch? Was kann der? Der läuft auf dem Land, lol. Wenn es regnet, laufen sie auf Land. Ich bin Spider-Man! Die
Gibt's die nur bei Regen? Die noch nie gesehen. Nein, die kommen immer, aber nur bei Regen laufen sie auf Wasser oder an Land. Hab keine Lust. So, kann man reconnecten. Warum, was passiert? Ich hab keinen Bock zurückzulaufen und hab keine Lust zu sterben. Ja, dann musst du aber kurz, dann musst du aber die IP zensieren. Ja, ich weiß. Oh Mann, mach nicht wieder so einen hässlichen fetten Balken hin. Oh, der war doch krass, die Natur. Du hast doch so einen richtig hässlich fetten Balken einfach hingemacht. Und, da, und dazu noch was Schönes draufgeschrieben. Ja, richtig unnötig. Hättest einfach nur so einen kleinen, kurzen schwarzen Balken hinmachen müssen. Hat nicht gereicht, ich habe mehr IPs als meine. Warum? Ich hab die ganze Liste ja voll mit IPs. Es gibt ja gar keine offiziellen Server. Ich habe richtig viele alte IPs da noch drin. Eigentlich benutze ich nur noch eine, und zwar die oberste. Die kannst, die hier. Die kannst du irgendwie löschen. Die kannst du irgendwie löschen. Aus so einer, keine Ahnung. Ich muss da 10 Milliarden Wörter in irgendwas eingeben. Sind wir bei Pokémon, Alter. Musst du, glaube ich, Select, Y und starten. Krass, hüpfe! Damit du dein Dings neu starten kannst. Deinen Spielstand. Richtig krass, die Natur. Ich hab eine Goldkiste gefunden. Ich geh grad die Dings runter, die Höhle. Die erforschte Höhle. Wir brauchen echt... Ey, ich sehe Dynamite, die sind nicht angezogen. Das ganze Kram verballert, na super. Hey, Wasser. Wasser ist lustig. Wasser macht Spaß. Wasser ist voll krass, die Natur. Guck mal, wie viel brauche ich? Wow, 20 genau, Stück, Alter, nur für den Helm. Es gibt Dingens, es gibt Leuchtstäbchen, die kleben. Ich weiß, wenn du sie mit Glibber oder so scheiße abfüllst. Okay. Ja, wenn du sie mit Glibber craftest. Ich überflut gerade die ganze Höhle, in der ich drin bin, Alter. Jetzt erregend. Na, jetzt bin ich hier reingefallen. Tolle Wurst. Ah, Piranha! Was war das? Irgendwas greift mich an. Hilf mir. Das ganze Wasser hier abfließen lassen. Ich voll hart. Ich hab Shuriken. Mama Slime. Ein Schleimmama. Geil. Arme Mutter. Eine Schleimmama. Muss echt traurig sein, eine Schleimmama zu sein. So, was können wir denn Schönes kaufen? Weitere Flares? Ne, ohne nicht. Klar, komm, ich kaufe wieder eine Kupferspitzhacke. Fang ich wieder von neu an. Bags. 8 Gold. Ein kleiner Noob. Toll. Er ist halt ein richtig harter Terrarien-Noob. Weiß aber gar nichts. Er ist richtig scheiße. So sehe ich auch aus. Ja. Jetzt hast du es endlich erfasst, Ken. Ja, was machen wir jetzt? Wir gabeln. Ja genau, rumgammeln. Ne, wir müssen mal ein bisschen hier vorankommen. Eigentlich bauen wir bisher nur. War ja eigentlich auch das Ziel, dass wir hier so ein bisschen uns Zeit lassen, aber. Geil, ich hab die Unterwassertruhe gefunden. Drei Zack, als ob. Dynamit. Ein 100er Heiltrank. Höhlenerforschertrank. Leuchtet einfach alle Erze überall, als ob. Ist auf Crystal Meth. Ich bin wirklich gerade voll auf Crystal Meth, wie das hier aussieht. Dann sammel mal die wertvollen Erze. Ja, mach ich ja. Bin ich hier dabei. Und ich mach jetzt das, was die meisten Leute ja kennen. Was denn? Ein Elevator. Ein was? Ein Elevator. Fahrstuhl. Den kenne ich nicht. Ach so. Fahrstuhl. Kenne ich nicht. Kennen die meisten Leute jedenfalls. Man bohrt sich von der Oberfläche bis in die Höhle. Ach ja, so ein Elevator, ja klar. Ich meine, ich habe jetzt nur gerade nicht gedacht, was du mit Fahrstuhl meinst. Du meinst aber so einen Höllengang. Kannst ja auch herkommen, ist besser dann. Wer ist angezogen? Ja, ist angezogen. Krass, die Natur, Alter. Egal, ich mache ich Spuddel. Geil, ja, weil ich das Dynamit im Inventar habe.
Cool, nice. Ist hier, wie viel kostet überhaupt so eine Scheiße? Keine Ahnung, genug. Zu viel. Weil wir brauchen Bomben. Dann können wir praktischerweise den Wurm beschwören, aber wir würden dann eh drauf gehen, weil wir... Wir würden vielleicht drauf gehen. Dynamitbomben, 3 Silber. Cool, hier sind 2 Herzkristalle, 3 Herzkristalle. Geil, 3 Herzkristalle und eine Truhe. Wie der bescheißt, ey. Null. 3 Silber, naja, müssen wir zusammenlegen. Legen wir das ganze Geld zusammen und dann kaufen wir uns ein paar Bomben. Jo. Aber erstmal brauchen wir genug Dings. Erze für Rüstung. Ja, hier sind ja gerade echt viele Ärzte bei mir. Ich habe ja auch Rubin, das heißt, ich kann Menschen Rubinhock machen. Ja, geil. Jesus Christ! Holy! Was du bisher schon alles gemacht hast. Die Geräusche, die du schon die ganze Zeit von dir gibst. Mann, das ist doch uncool, Alter. Was gerade runterkam. Schimmischer Arsch von dem Spiel. Ich hab uns Gold gefunden. Ich kann Warjump, yeah! Ich bin ein Warjump, Alter. Eine Goldspitzhacke ist relativ gut, oder? Aber Goldrüstung ist Müll. Nein. Hier ist die Logik original. Also Gold ist sogar besser als Dings. Als Eisen und sowas. Nicht wie Minecraft, wo Gold richtig scheiße ist. Der Henry, also ein Kumpel, hatte gemeint, dass der das Gold eigentlich nur für Werkzeug relativ gut ist. Spitzhacke und so. Aber für Rüstung ist das eigentlich gar nicht so gut. Guck drauf, was der Abwehr das hat. Wenn es mehr hat als alles, dann kannst du es ja benutzen als Rüstung. Der komische Ass, die ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe. Spuddle mich irgendwie runter. Ins Jenseits. Ja, das ist nichts, was ich gerade mache. Kannst du mal herkommen, bisschen helfen? Runter zu buddeln. Ich habe noch genug zu tun, glaub mir. Ich habe hier noch genug zu tun. Ich buddel schon seit ungefähr 3 Minuten. Lord, like a freeze. Schon seit knapp Hallo. Am Buddeln. Hallo. Keine Lust. Lol. Nein, nein, ich will sterben. Ich will sterben. Nicht schon wieder. Hilfe, was ist das? Hilfe! Heilen! Was ist denn das? Das ist irgendwo da unten. Das ist so ein lila leuchtendes Erz. Der ist irgendwo im schwarzen Jenseits. Stirb, Fledermaus, stirb! Geil, Fledermaus ist tot. Ja, Fledermaus. Ich mach mir gleich Dingens hier, Silber, Uhr, oder so irgendwas. Ah, nein, Fledermaus, stirb! Stirb! Aua! Alter, blödes Mistvieh. Topaz, bitte sei Topaz. Ja, geil, Topaz. Haben wir noch Topaz? Weil dann kann ich mir nämlich einen Topaz machen. Keine Ahnung, müssen wir noch irgendwo haben. Glänzt irgendetwas? Wahrscheinlich ist es ein Emerald oder so, was in der Art. Ansonsten sehe ich hier gar nicht so viele Ärzte. Oh, Alter, voll geil, Mann! Alter, Flowery Boots, endlich. Schneller sein. Federschutztrank, den trinke ich direkt mal. Dynamit, eine Goldmünze. Wunderbar, das heißt nur nicht sterben. Schmeiß das Dynamit nicht weg, das brauchen wir. Ha? Schmeiß das Dynamit nicht weg, das brauchen wir. Okay. Na, so geht das aber nicht, okay. Du kleiner Drecksack. Ich springe einfach 5 Blöcke hoch und gleite richtig langsam auf dem Boden. Da ist gerade jemand MTS gelieft. Ja. Spinnnetze. Ja, geil. Für was Spinnnetze? Höllentrank. Höllenforscher. Alter, sind hier viele Erze. Krass. Was ist das hier? Das ist Zinn, oder? Ja, Zinn, das brauche ich nicht. Oh, da oben sehe ich noch was ganz Interessantes. Lol, voll krass den Bug. Das ist ja gerade eben so übelst abfahren. Oh, die arme Qualle, die hat's vermisst.
Ken, du Quallenhasser. Wow, falle ich nicht rein. Ken, gibst du Lust, den Quallenhasser? Das kann ich dafür, wenn eine Qualle nicht schwimmen kann. Wurdest du schon mal von einer Qualle gestochen? Wo jetzt? Real Life oder Terraria? Real Life. Nein. Ich war noch nie am Meer. Schweineweh. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal von einem giftigen Tier, sag ich mal, gestochen wurde. Zu einer Qualle, einem Skorpion, Schlange, keine Ahnung, irgendwas. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ist bestimmt ganz interessant. Mal zu erfahren, was unsere Zuschauer so... von was unsere Zuschauer so alles gebissen wurden. So interessant, oder? Ja. Ein Stalker, für mich ist alles interessant. Diese richtig hässlichen Viecher bei mir. Hier ist so eins von diesen richtig hässlichen Mistviechern. Sieht aus wie ein halbes Schaf, wie ein halbes Schwein und wie eine Missgeburt. Wie soll man das nennen? Snowflings. Ach so, das Teil. Sieht aus wie ein Schwein, wie ein Schaf und wie eine Missgeburt. Das arme Ding. Also wie Ken. Ich geb dir Lösch. Gesehen wie von einem Schaf. Ken ist kein Schaf. Schafe sind viel zu süß und flauschig. Das haben wir gesehen in Minecraft, wie flauschig Schweine sind. Die meistgetöteten Tiere in Minecraft. Nein, das sind immer noch die Kühe. Die haben Kühe, werden alle ermordet. Gerade über Minecraft Kühe, die ermordet werden, als ob. Das sind auch Lebewesen. Ja, du bist kein Lebewesen. Was bin ich dann? Jetzt. Ich bin im Wasser. Ich bin im Wasser, aber tschüss, Wasser, hab keinen Bock auf dich. Hä? Achso, ich dachte, da wäre was. Das sah gerade so aus. Ich will dich das saufen. Wo baue ich mich gerade hin, Alter? Keine Ahnung. Ah. Sauerstoff. Alter, ich fall beim im Wasser richtig langsam runter, ey. Das ist richtig abnormal. Alter, wohl. Lol. Richtig heftiger Scheiß. Ohne Müll. Warum? Oh, das erledigt, hab ich noch nicht gesehen. Danke. Nein! Seil dich hoch, Digga! Was machst du? Ich will hier die ganze Zeit komischen Geräusche von dir und hab keine Ahnung, was du machst. Ich baue hier die ganze Zeit einfach nur Erze ab. Dann machst du hier aber so skurrile Sachen, dass du hier irgendwas rumbrüllen musst. Aua! Ich werd gemobbt! Ich werd irgendwie, keine Ahnung, da ist was! Ah, Alter, nein! Oh nein, hier sind Matschblöcke. Schlick. Slick, voll krass hier, lol. Voll krass hier kann man hier. Ja, Wunsch ab sofort. Voll krass die Natur. Hier ist eine neue Wohnung, lol, da kommt man schon mal raus. Voll schwul, weg damit. Alter, hier ist überall Wasser, Mann. Opfer. Krass die Natur. Ich kann nicht weiter runter, weil überall Wasser ist. Ich weiß nicht, was ich abbaue. Oh, komm, geh rein, du Leutstück, Alter. Ich muss was sehen, ey. Ken? Ja? Hatte ich Lust übermannt? Hatte ich was?
ob dich die Lust übermannt hat. Ich habe eine Lust, Alter, was geht ab? Deine Lust. Ups. Wo guckst du eigentlich die ganze Zeit rum? Guck auf die Karte. Ich rumgammele. Luft holen. Was geht hier ab? Lied. Okay, das war, wie heißt's, Daily Restart. Alle 6 Stunden. Das nenne ich mal der übelste Bullshit aller Zeiten. Warum? Ich war gerade so schön am Meinen, was ist das Server? Geht auf einmal down. Ich muss einfach den Daily Restart wegmachen. Ist eigentlich auch ganz gut, weil dann können wir jetzt auch gerade mal schnell die Folge beenden. Das scheint mal wieder die Zeit gewesen zu sein. Dann, wie immer mein Spruch, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, Daumen runter, wenn es nicht gefallen hat. Lasst natürlich noch einen Kommentar da und das jegliche und weitere. Hast du noch was zu sagen? Ja, dann nochmal tschüss von dem Typ. Tschüss von dem OP. Okay, dann bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.